Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gruntzner 3, die dunkle Dämmerung. Ich weiß, die Kamera wackelt jetzt ein bisschen, aber es hat einen guten Grund. Ich möchte ganz schnell die Aufnahme beginnen, denn der Akku von meiner Kamera hält nicht mehr lange. Und ich habe jetzt keine Zeit, den noch irgendwie hier aufzuladen. Und naja, der letzte Part ist etwas länger geworden. Wir haben den Tempel von Barai endlich abgeschlossen und die neue Synergie geholt. Im Prinzip Mystic Spiegel. Und somit hat Amity Offenbarung gelernt. Und die werden wir gebrauchen, um im Ouroboros weiterzukommen. Also werden wir auch Amity benötigen, der dann endlich bei uns mitmacht in unserem Team. Das heißt, heute latschen wir endlich los. Nee, hier bin ich falsch, oder? Doch, ich bin falsch. Dann laufe ich mal ganz schnell den anderen Weg. Also im Prinzip laufe ich dann hier lang. Oder laufe ich dann hier lang? Ich kenne mich hier nicht mehr aus. Verdammt. Ich muss einfach mal gucken. Da können wir nämlich los und weitergehen. Wo bin ich denn hier? Ach so. Aha. Können wir jetzt... Jetzt verstehe ich den Sinn der Sache. Jetzt können wir auch in... Aha. Gucke mal. Drachenschild, das ist ja geil. Das Item habe ich noch nie geholt, weil ich noch nie weiß, wie man hier hingekommen ist. Und als ihr ja Ebbe war im Prinzip, haben wir hier mal kurz... ein bisschen was geschoben. Deswegen können wir jetzt hier weiter ran. Das ist ja geil. Ach, da fällt mir auch... Erstmal, Jim. Ist ja alles in Ordnung? Nee. Haha, tauschen bitte. Das hätte ich letztes Mal vergessen. Gut, dann wäre das hier auch wieder ausgewogen. Die Items verkaufen, die wir ja noch übrig haben hier und so, ne? Gibt ja noch einige, die wir übrig haben. Drachenschild. Kann ich gebrauchen? Kann ich auch gebrauchen? Gebe ich einfach Maria. Was soll's. Und den Rest verkaufen wir jetzt erstmal. Damit wir das nicht mehr vergessen. Und ja, es wird mal Zeit, dass wir wieder ein paar neue Djinn einsammeln und so. Und noch ein paar Beschwörungstafeln haben wir schon lange nicht mehr. Ne? Was habe ich denn so alles an Waffen und so? Seidenkleid, weg damit. Geld, Elfenrapier, weg damit. Habe ich noch was mitbringen soll? Wie soll ich das denn hier mal mitnehmen? Für eine Frau aus Sana. Nicht falsch, Chiara. Hoppala, Holzkappe, weg damit. Wer hältst du denn noch? Tyrell. Bronzeschild, was du eben abgelegt hattest. Themis aus, das braucht auch keiner mehr. Nüsse brauchst du noch. Reisegewand. Gutes Wissen behalten wir einfach mal. So. Das sieht doch ganz gut aus. So, jetzt möchte ich aber gerne mal hier rauskommen, ne? Jetzt können wir ja gar nicht mehr lang. Ich nehme jetzt einfach mal diesen Weg hier raus. Bin ich hier gelandet? Hallo? Wo bin ich denn hier? Ah, jetzt bin ich hier. Ach so, jetzt muss ich, glaube ich, hier lang. Ja, okay, dann weiß ich wieder, wo es lange geht. Entschuldigung, aber IoTai finde ich teilweise wirklich ein bisschen verwirrend. Dann geht es hier nämlich jetzt hoch. Und da war der Damit. Da seid ihr ja. Wachen wir verlassen IoTai. Bitte öffnet uns das Tor. Sofort, eure Hoheit. Wir wurden bereits über eure Abreise informiert, Prinz Amity. Wer ist denn Amity? Hä? Amity, dieser junge Prinz Ayotai ist der Neffe von König Paphos, der Sohn eines Ayotai und eines geheimnisvollen Adepten in einen ist ein weiser und geschickter Wasseradept, doch die Frage nach der Identität seines Vaters bereitet ihm schlaflose Nächte. Hm, wer weiß, vielleicht finden wir das auch noch raus. So, das heißt, die kurbeln da. Hier entlang bitte. Ihr könnt Ayotai betreten und verlassen, wie es euch beliebt. Das ist schön. Nun gut, dann lasst uns unsere Reise beginnen. Amity hat sich der Gruppe angeschlossen. Und vergesst nicht, er bringt auch noch einige an, hier, Nanas Djinn mit. Du kannst dich mit bis zu 4 Charakteren gleichzeitig in den Kampf stürzen und deine anderen Charaktere bleiben in Reserve. Du kannst deine aktiven Charaktere je nach Belieben austauschen. Um die Aufstellung deiner Charaktere zu ändern, rufe das Menü auf, indem du unten rechts auf den Bildschirm dieses Symbol unten rechts auf dem Bildschirm wickst. Viele Charaktere, die im Kampf antreten sollen, über die Start... Schau das Bildschirm aus. Okay. Status bitte. Genau hier. Hier. Du kannst die Position 2 Charaktere ändern, indem du sie nacheinander auswählst. Dann mach nochmal bitte. So, man sieht ja unsere 4 hier unten. Die kämpfen im Moment. Und die kann man jetzt tauschen. Und wir werden es wahrscheinlich immer so machen, dass wir Wasserdepp mit Wasserdepp tauschen zum Beispiel. Also wenn Rief mit Amity 4 Charaktere sich in der Vorderreihe befinden, werden die im Kampf zur Verfügung stehen. Das heißt, immer ein Wasseradept, ein Feueradept, ein Wind- und ein Erdadept. So denke ich mir das. Falls ihr was anderes vorhabt, schreibt es mir, dann mache ich das eben so.
Natürlich kannst du auch während eines Kampfes deine Charaktere auswechseln. Wähle hierfür dieses Zeichen. Okay, danke sehr. Das heißt, wir gehen hier lang, gehen dann hier raus und dann sind wir hier. Von hier aus können wir also in einen Io-Teil betreten. Ist doch schön. Hoppala, das war ich. Soll ich erklären, was wir tun müssen, wenn wir Io-Teil noch betreten wollen? Ja, mach einfach mal. Es ist ganz einfach. Alles, was wir tun müssen, ist mit den Wachen am Hauptort zu sprechen. Wartet hier. Halt ihr vor, Io-Teil zu betreten, mein Prinz Amidi? Ich verstehe. Viel Glück auf eure Reise, mein Prinz. Auf diese Weise öffnen sich für euch die steinernen Tore nach Io-Teil. Vergesst das nicht. Nein, vergessen wir sicherlich nicht. Ich hab's ja auf Turmband. So. Hauen wir ab. Ich möchte gerne losgehen. Oh. Ach du Schande. Haben wir euch gefunden, ihr edlen Verräter? Ihr habt die Aufgabe, die wir euch hier gestellt haben, nicht erfüllt. General Coimbra, ihr hattet die ganze Zeit recht. Diese Kinder haben uns an der Nase herumgeführt. Diese Mann haben es gewagt, Herr Ochus Generäle hinters Licht zu führen. Gut zum. Eine solche Unverschämtheit können wir nicht dulden. Dem stimme ich zu. Empfangt nun eure gerechte Strafe, ihr elenden Würmer. Moment mal, sagtest du nicht, dass von nun an nur noch Gutes geschehen wird, Rieth? Nun, meine Freunde, dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für Diskussionen. Er hat recht, es ist Zeit zu kämpfen. Los geht's. Und ich denke mal, ihr wisst, was das heißt. Wenn wir gegen zwei Gegner kämpfen, wir können endlich wieder den Doppelbildschirm benutzen. Also, bis gleich. So, jetzt kann es weitergehen. Ich weiß, von den Lichtverhältnissen her kann es sein, dass man manchmal meine Finger sieht. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Aber egal, wir müssen ja schließlich kämpfen. Konzentriere euch bitte auf den Kampf. Hier können wir jetzt immer wechseln und die Kampfteilnehmer wechseln halt. Gut, es wird Zeit zu kämpfen. Wir sind nicht ganz geheilt, aber das sei jetzt nicht so schlimm. Verteidigung der Gruppe erhöhen bitte. Jin. Ja, das können wir noch nutzen. Du kannst den Angriff erhöhen und was kannst du noch machen? Brauchen wir jetzt noch nicht. Mach das mal. Okay. Gut, was wir noch machen müssen danach. Wir müssen noch mal uns mit Amiti kurz schließen. Und die Jin austauschen, genau. Und nochmal gucken, wie wir das dann machen. Beteiligung ist jetzt erhöht worden. Können wir gleich wieder senken. Ja, wunderbar. Aua. Ihr seht ja, was ich da für ein mächtiges Schwert habe, ne? Also ist das schon was. Gut, dann machen wir mal weiter. Das finde ich doch ganz gut, aber das finde ich noch besser. Obwohl, stopp mal, den greifen einen anderen an. Und zwar dich mal. Den dickeren. Der hat sicherlich mehr KP. das können wir auch machen. Das halte ich mal selber. Dann mach das auch mal. Greif den mal an. Machen wir es so. So, und ich hoffe, dass ihr genug sehen könnt. Auch gut sehen könnt. Jetzt kommt gerade die Sonne rein. Sehen. Wir können auch ganz schön Schaden machen. Feuerwerk. Aha, ich habe jetzt gerade nicht gucken können, was er da gemacht hat. Aber das sei mir jetzt egal. Ne, nicht nochmal angreifen, sondern bitte Jin. Machen wir das mal so. Kannst du nicht benutzen. Eine Göttin in Vogelgestalt. Dann machen wir es mal so. Du kannst auch nichts anderes machen. Bitte Kieren beschwören. Das kannst du machen. Progne. Los geht's. Genau deswegen mache ich ja immer den Doppelbildschirm. Aha, sieht interessant aus. Ich hoffe, ihr könnt auch wirklich genug sehen, sonst macht das ja gar keinen Sinn. Ui. Der kann schon einiges draus machen. Und das wird wehtun. Okay. Die haben Schaden gekriegt. Gut, es wird Zeit, ein paar KP zu erhöhen. Pulverbombe. Oh, Rief nur 45. Gefällt mir nicht. Aua.
Gut, dass wir jetzt unsere KP nochmal heilen. Das sieht gut aus. Kieran. Mensch, lange nicht mehr gesehen. So, vor dem Doppelbildschirmmodus hatten wir schon 6 Minuten 30. Jetzt haben wir über 3 Minuten. Das sind schon mal 9 Minuten 30. Also mal sehen. Oha, hat schon mal ganz schön Schaden gemacht. Gut, nochmal hier lang. Hast du noch Jin? Ja, Mensch. Gibt's mir noch. Ja, du kannst so schnell jetzt machen. Schlaf können wir noch probieren, ne? Du kannst auch noch jetzt nicht so schnell was machen. Dann können wir eventuell feurigen Sturm einsetzen. Hast du noch was an Jin? Auch nichts. Du kannst ja gleich beschwören. Und zwar Neptunoid, ein Diener des Königs der Meere. Dann mal los, Freunde. Wirkt leider nicht. Schade. Drachenfeuer. Reaf ist tot. Das gefällt mir nicht. Hätte ich lieber Reaf geheilt. Das ist doof. Wie machen wir das gleich? Gut, dass wir noch Jin einsetzen können, um ihn wieder zu heilen, ne? Du erstmal. Gericht. Und zwar richtig heftig. Chiara. Wir können mit Synergie noch niemanden wiederbeleben. Das ist doof. Wir können aber das machen. Nur voll den Sturm einsetzen. Gut, dann machen wir es eben so. Werfe. Wiederbelebt. Reisration? Na, so viel hat das jetzt nichts gebracht. Denn jetzt kommt Gericht, Freunde. Und das ist heftig. Den kennen wir schon zu genügend. Ich möchte einfach nur hoffen, dass ihr genug sehen könnt. Und dass ihr jetzt nicht so viel von unserem Bildschirm weggeschnitten worden ist. Puff! Juhu! Feuerwerk! So. Sehr schön. Einer ist weg. Du setzt nur dein Feuerwerk ein. Zeigt keine Wirkung. Und auch besiegt. Auch gut. Wunderbar. Das hat auch gut funktioniert. Level 17. Und das heißt, es wird Zeit, uns vom Doppelbildschirmmodus zu verabschieden. Also, bis gleich. Okay, Freunde, es geht jetzt einfach weiter. Wir haben jetzt nur noch 3 Minuten und die Kamera zeigt überhaupt gar keinen Akku-Dings mehr an. Ich hoffe, der schafft das noch. Sonst wäre das richtig doof. Aber was soll ich machen? Und ich glaube, die... wir haben es geschafft, Looper. Wir sind wahrhaftig mächtige Athleten. Diese jungen Welpen haben uns tatsächlich besiegt. Ja, wir haben euch besiegt und von eurem hohen Ross geholt. Übrigens, es kann sein, dass das Bild jetzt gerade nicht so gut ist, aber was soll's. Karos Generäle, geschlagen von ein paar Kindern. Eine wahre Schande für Kaoho. Karos Generäle sind überall gefürchtet. Ihr müsst über eine unvorstellbare Macht verfügen, dass ihr sie besiegen konntet. Die Niederlage der Generäle ist ein klarer Beweis für die Macht von Ayutthaya. Oder von uns. Und schnell. Ich würde an deiner Stelle den Mund nicht so voll nehmen, Ministerchen Hochmund kommt von dem Fall, sagt man. Er hat recht, anstatt die Generäle zu provozieren, solltet ihr lieber eure Chance wahrnehmen und den Krieg beenden. Eigentlich schon. Gefesselt. Ich danke euch von Herzen, dass ihr auch das mächtigste General Kozumu-Kuembo besiegt habt. Ihr habt recht, ein Waffenstillstand wäre nicht nur für Alter, sondern auch für eure Reise von Vorteil. Wir sollten also versuchen, den Konflikt an dieser Stelle ein Ende zu bereiten, nicht wahr, Minister? Jawohl, Majestät. Ganz wie er sagt, Majestät. Gut. Ich habe eine Idee, wie wir den Generälen verfahren könnten, Gronkh Paith. Mit den Generälen meine ich. Das ganze Land, mich angeschlossen, zitterte immer, wann immer den Namen von Kaochus mächtigsten Generälen fielen. Selbst Kaochus Soldaten erzitterten von ihrer Macht. Niemals würden sie wagen, etwas zu tun, was ihnen nicht befohlen wurde. Mist. Ich verstehe, wenn wir den Soldaten also nichts von sagen, was geschehen ist. Ich glaube, das Ding wird bald nicht mehr aufnehmen. Wenn sie weiter auf ihren Posten, auf ihre Befehle von Geräten warten und euch nicht im Weg stehen. Da die meisten Soldaten von Kaochus hier stützen. Okay, Freunde, ich habe keine Wahl. Ich muss jetzt erstmal hier ganz normal durchschalten. Das geht leider nicht. Bei allen, sondern genau verschwunden sind. Ja, gut. Die haben einen guten neuen Plan.
eine Rehe im Auge halten. Gut. Das heißt, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Gut, dann gehen wir jetzt. Gut, das war's. Erstmal zu Ende, bis wir uns bewegen können. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.